Ihr wollt an eurem Gegner schnell vorbeikommen? Dann solltet ihr unbedingt den Spin-Move drauf haben. In unserer Awayo Sport Session verraten wir euch Schritt für Schritt, wie der Spin-Move funktioniert und wann ihr ihn am besten einsetzt. Den Spin-Move solltet ihr immer dann einsetzen, wenn ihr an einem Verteidiger vorbeiziehen wollt. Egal ob für einen Korbwurf, einen Pass oder einen schnellen Spielaufbau. Grundsätzlich täuscht ihr beim Spin-Move dem Gegner vor, an einer bestimmten Seite vorbeizuziehen. Durch eine Drehung geht ihr dann aber genau auf der anderen Seite vorbei. Wenn ihr links an eurem Gegner vorbeiziehen möchtet, dann müsst ihr einen Schritt rechts antäuschen. Wenn ihr rechts vorbeiziehen möchtet, dann links. Gehen wir davon aus, dass ihr links vorbeiziehen möchtet. Setzt euren linken Fuß zur linken Seite eures Gegners ab. Geht auch mit eurem Körper nah an euren Gegner ran. Als nächstes kommt ein schwungvoller, aber kontrollierter Richtungswechsel nach rechts. Dreht dafür euren Körper nach außen, sodass euer Rücken dem Gegner zugewandt ist. Nach der Drehung positioniert ihr euren rechten Fuß zur rechten Seite eures Gegners und zieht dann links vorbei. Das Ganze sollte in einer flüssigen und schnellen Bewegung stattfinden. Nochmal zusammengefasst. Rechts antäuschen, Drehung nach außen und dann links vorbeiziehen. Übt den Bewegungsablauf erstmal ohne Gegner. Prägt euch die Schrittfolge genau ein, denn nur dann könnt ihr sauber und gezielt am Gegner vorbeiziehen. Als nächstes schauen wir uns die richtige Ballführung an. Wichtig ist, dass ihr den Ball immer weg vom Gegner dribbelt. Wenn ihr also an der linken Seite antäuscht, dribbelt ihr mit der rechten Hand. Rechts antäuschen bedeutet links dribbeln. Dribbelt bis unmittelbar vor der Drehung. Nehmt den Ball mit in die Drehung und führt ihn mit einer Hand eng am Körper. Sobald ihr euren anderen Fuß aufsetzt, fangt ihr wieder an zu dribbeln. Zusätzlich folgt nach dem ersten Prellen ein schneller Handwechsel, sodass der Ball wieder weg vom Gegner ist. Merkt euch also, euer Körper ist immer zwischen Gegner und Ball. Den Ball nehmt ihr in die Drehung mit, indem ihr ihn mit einer Hand eng am Körper führt. Passt auch unbedingt auf Schrittfehler bzw. Doppeldribbling auf, wenn ihr den Ball in die Drehung nehmt. Ihr dürft den Ball weder mit beiden noch mit einer Hand halten. Das heißt, dass sich eure Hand nicht unter dem Ball befinden darf. Ebenso darf der Ball nicht unter eurer Schulter eingeklemmt sein. Beim Spin-Move mit anschließendem Korbwurf habt ihr im Grunde genommen den gleichen Bewegungsablauf. Der einzige Unterschied ist, dass ihr nach der Drehung nicht mehr weiter dribbelt, sondern gleich zum Wurf ansetzt. Die Schrittfolge und auch die Drehung bleiben unverändert. Versucht bei dieser Übung, den Spin-Move in beide Richtungen nacheinander auszuführen. Fangt also zum Beispiel mit einem Spin-Move nach links an, dribbelt kurz und macht dann einen Spin-Move nach rechts. Wiederholt das im Wechsel. Macht das so lange, bis ihr ohne Probleme eine flüssige und schnelle Bewegung hinbekommt. Ihr könnt vor der Drehung auch noch verschiedene Dribbling-Varianten einbauen. In unserem Video für richtiges Ballhandling findet ihr viele Moves, die ihr beim Dribbling mit einbauen könnt. Das Video haben wir euch in der Infobox, in der Beschreibung und am Ende des Videos verlinkt. Wir hoffen, dass euch unsere Anleitung für den Spin-Move gefallen hat. Und falls ihr noch auf der Suche nach einem individuellen Basketball-Trikot seid, dann schaut doch mal in unserem 3D-Konfigurator vorbei. Dort könnt ihr euer Trikot komplett selbst gestalten.